Hallo und herzlich willkommen heute zur vierten Folge von Let's Play Minecraft Crafteria zusammen mit dem Daniele. Hallo. Ja, wir sind ja jetzt an die Macht gekommen in unserer Übergangsregierung. Möchten das natürlich darüber hinaus auch bleiben, aber wir wollen jetzt natürlich erstmal Sachen besprechen, und zwar vor allem, was die Organisation im Land angeht, vor allem die Polizei erstmal. Da ist Daniele ja Chef, habe ich ihn ja so ernannt. Ist ja unser du bist Polizeichef. Stellvertreter. Genau, und ich würde sagen, wir bleiben auch gar nicht so lange hier und besichtigen erstmal die Polizeistelle. Die Polizeistellen, ja, es gibt nämlich insgesamt So. drei. Ja, einmal im Parlament, die lassen wir ja weg, die haben wir schon gesehen. Dann jetzt einmal hier das Gefängnis mit den super sicheren Zellen. Also hier das Grundgestein, da kann eigentlich nichts schief gehen. Du kannst ja auch mal eben reingehen, um das zu demonstrieren. Spaß, komm raus. Wobei, was ich gerade überlegt, kann man die. Oh, ich bin ja jetzt im Creative, das wollte ich nicht. Kann man im Survival die Eisentüren mit der Faust abbauen? Ich glaube sogar ja, das dauert immer lange, oder? Dauert ziemlich lange und ich glaube, in der Zeit bemerkt das schon jemand, der mal hier vorbeischaut. Aber dann ist es nicht komplett unmöglich, zumindest. Ja, aber es ist. Es wird einem nicht gerade einfach gemacht. Mir ist aufgefallen, ich bin noch im Creative. Ja, ich auch. Warte mal, das sollten wir jetzt mal ändern. Video angucken, ist zu Video. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm, weil wir jetzt noch nichts gemacht haben. Ach Quatsch. So, 0. Hä? Was mache ich falsch? Achso, Slash, Slash, nein. 1 Slash reicht völlig aus. So. So ist eigentlich richtig. Weil es ja hier unsere. Ist ja ein Survival-Projekt. Das stimmt, ja, ja, das war noch nicht, ein Überbleibsel, weil wir gerade eben noch Folgen aufgenommen haben, also über die Hintergrundinfos, und da man. Da es ja viel in der Stadt und zwischen den Städten hin und her gehen muss, fliegen wir da immer, weil das im Survival, das wäre viel zu lange dauern. Ja, egal, wir sind jetzt fertig hier, sage ich mal. Die Anstalt haben wir noch und die Polizeiwache. Ja, zur Polizeiwache können wir mal eben gehen, die ist ja auch in der Nähe. Oder? Wo ist die? Doch, die ist in der Nähe, die ist direkt dahinter. Wir hatten mal ein kleines Villager-Haus als Polizeiwache, aber das. Ich glaube, ich gehe einen Umweg, aber egal. Gefiel mir und Henrik nicht so, und dann haben wir beschlossen, dass wir uns eine neue, prunkvollere Wache bauen. Ja, ich muss mir mal. Dann das hier. Ich muss mal jetzt was essen. Haben wir am Anfang Essen bekommen. So. Genau hier, das müssten wir noch einrichten. Genau, und hier haben wir unsere Übergangszellen quasi. Für Leute, die nur vorläufig festgehalten werden müssen. Ja, wir können eigentlich mal überlegen, was brauchen wir hier denn? Hier könnte man auch natürlich noch so eine kleine Aktensammlung anlegen, also so eine Bücherei, sowas ähnliches, dann irgendwas Verwaltungstechnisches. Ja. Bürokram halt, ne? So. Ja. Das Programm. So. Hört sich ja schon mal gut an. Das da dann können wir eigentlich mal zu unserem Lager gehen und gucken, sonst könnten wir direkt hier was bauen eigentlich. Also das können wir direkt einrichten. Ein paar Sachen haben wir da ja gelagert. Ja, genau, was wir noch sagen können zur Ausrüstung der Polizei, also per Gesetz gibt es ja, darf es nur Waffen geben, die maximal 5 Angriffsschaden haben. Ja. Wird auch bei der Polizei so sein. Also ja, die müssen sich da natürlich dran die halten. Die dürfen dann natürlich jetzt nicht ein Diamantschwert haben und dann auf Leute losgehen. Das wäre ein bisschen zu einfach. In welches Lager bist du jetzt genau gegangen? In unser gemeinsames hinten durch. Also hier sind ja erstmal unsere Pferdesachen. Hier haben wir noch Essen, Stöcke, Äpfel. Also hier haben wir schon mal Tropenholz. Wollen wir Tropenholz bauen oder mit was wollen wir bauen? Innen drin. Dann gucken, wie das aussieht. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Also die schwarze Wolle nehme ich schon mal mit. Weil daraus bestehen ja die Computer von meiner Firma. In unserem Lager. Das hinter der Pferderange. Übrigens, das fällt mir gerade ein, die Polizisten brauchen natürlich auch Pferde. So ja, macht man Business. Wird dann man kommt an die Macht und verkauft seine eigenen Sachen an die Regierung. Ein zufälliger staatlicher Auftrag an die Wo bist einzige du denn? Federage. Ich bin in einem Fernsehstudio.
In meinem Fernsehstudio? Hinter dem Fernsehstudio. Ach, hinter dem. Fällt mir auf, da ist die Tür gerade noch Du auf. bist hinter der... Sollte erstmal zu sein. So, Ach so, dahin. hier Ah, hin, da bist du. genau. Ah, genau, hinter So. meinem Haus. Oder einem meiner Häuser. Ja. So, ich würde sagen, machen wir schon mal die ersten, ja, Aktionen, die abgeschlossen werden. Also, wie gesagt, die All-in-One-PCs von meiner Hardware-Firma bestehen ja aus Wolle. Das können wir dann natürlich von denen Könnten kaufen. Bücherregale nehmen. Ein Stack Bücherregale. Ein Sollte Stack reichen, oder? Bücherregale. Ja. Da Da fällt mir würde ich ein, wir auch so. können auch noch. Wo sind die? Hier. Rahmen. Da müssen wir nochmal gucken. Das müsste aber eigentlich für unsere Ansprüche genügen. Da setzen wir noch einen eigenen Glowstone. Polizeiserver auf. Was ist hier noch so Meinst du, wir drin? brauchen Glowstone? Wo ist eigentlich für Ja, genug für die beleuchtet, ne? Beleuchtung wäre das eigentlich schon Dann nehme gut. ich mal einen Stack Glowstone mit. Was dann eben sagen kann, ach, hast du Bücherregale, hast du schon, ne? Ja, ein Stack. Ich glaube, was man noch so Nutzvolles mitnehmen kann. Never I. Können auch ein paar Pflanzen mitnehmen eigentlich, damit es ein bisschen freundlicher Wohl. aussieht. Übrigens, wir haben das vom Let's Sauhuhn. Play festgesetzt, also man darf sich so Lager machen, das ist alles erlaubt, was wir hier tun. Ja, und wir haben hier verschiedene Holzsorten. Haben wir Fichtenholz, Eichenholz. Birkenholz, Tropenholz, Ja, wir können ja erstmal mit. Akazienholz. Ja, das ist dann die Frage, was wir für ein Holz nehmen. Ich würde jetzt schon Schwarzeichenholz nehmen, ehrlich bin. Schwarzeiche? Hier, Ja, der Truhe finde ganz, ich eigentlich ja, auch da wo nicht ich schlecht. vorstehe. Ja, ich Am nehme besten mal zu Quarz. Achso. Schwarzeiche mit. Achso, du hast da, ja, da ist auch. Ja, dann können wir direkt was von den Treppen, die sind ja auch irgendwo. Ja, hier Schwarzeichenholztreppen. So, wunderbar. Gehen wir erstmal wieder raus und machen das zu. Warum geht das nicht zu? Das ist nicht so gut. Vor allem, das sollte eigentlich funktionieren. Weil das hat vorher auch immer funktioniert. Oh. Hier fehlt Redstone, warum auch immer. Okay, warte mal. Dann dafür gehe ich in Creative, weil das war vorher auf jeden Fall da. Das hat dann irgendwer anscheinend kaputt gemacht. Können auch Verstärker einbauen. So, dann schaue ich mal kurz. Dann setze ich nochmal einen Verstärker hin. So, okay. Dann hier die beiden wieder hier hin. Achso, die Gewehr kriege ich jetzt ja nicht abgezogen. So, jetzt aber. Ja, am Anfang ist halt noch ein paar Sachen. Keine Ahnung, wann das hier passiert ist, sein soll, aber gut. Ja, sonst haben wir erstmal alles. Können wir eben hier durchgehen. So, und dann gehen wir nochmal zurück. Richten das erstmal ein. Das Geld überweist die Regierung dann im Nachhinein an die entsprechenden Unternehmen. So, ich habe, wenn ich mich jetzt nicht irre, Neptun-PC mitgenommen, den wir dann als Server, also als Polizeiserver aufsetzen können. Der müsste eigentlich für unsere Belange reichen. Ich schau mal eben ganz kurz in deinem Einkaufszentrum, was der für Werte hat. Nochmal, also was da alles drin ist. Weil das weiß ich Das nicht ist. auswendig. Dafür habe ich zu viele Firmen. Dafür kann man sagen, dass es noch mein Einkaufszentrum ist. Das ist noch etwas, was nicht Ja. in Fabians Ich riesigen. bin nur Aussteller. Hier drin. Ja. So, das ist. Das gehört ausnahmsweise mal nicht dir. Das ist. Ist das der Neptun-PC? Ja, ist der Neptun-PC. Aber das hatte ich immerhin richtig. Gut, dann haben wir. Ja, ein Betriebssystem von meiner Firma ist klar. Haben wir 8 GB Grafikspeicher. Also, wir haben eine relativ schnelle Grafikkarte, einen ziemlich schnellen Prozessor, 8 Kerne, 5 GHz. 256 GB DDR4 RAM. Und der kostet eigentlich 15.000 Euro. Also, das heißt, eigentlich wird der hier auch kosten. Aber ich denke, das reicht für unseren Polizeiserver, oder? 256 GB RAM ist ja das Wichtigste, vor allem der Prozessor bei einem Server. Sollte Das reichen. ja, sollte dicke Ist reichen. dicke. Ich meine, für unseren Polizeiserver die paar Sachen,
die wir da über Verbrecher und so gespeichert haben. So viele Leute leben ja in der Stadt ja nicht, also das sollte gut hinkommen. So, die Regierung überweist dann das Geld natürlich. Da fällt mir gerade ein, die Regierung jetzt an sich, wir arbeiten ja ehrenamtlich, die Regierung hat ja an sich eigentlich gar kein Geld, oder? Jetzt überlege ich gerade, wie unsere Regierung an Geld kommen könnte, um das zu bezahlen. Weil irgendwie müssen wir an Geld kommen. Es gibt keine Steuern, aber ich möchte auch keine Steuern haben. Das ist ein Punkt, da haben wir noch nicht die perfekte Lösung für gefunden, Wir beziehungsweise. könnten. Wir könnten theoretisch. Also, wir können uns jetzt am Anfang natürlich erstmal Geld bei einer Bank leihen. Ich kenne da eine. Da kann ich einen guten Zinssatz aushandeln mit mir selber. Aber auf jeden Fall, wie das im Nachhinein ist, wir könnten. Ich glaube, ich würde das so machen, dass wir uns ziemlich viel Geld bei meiner Bank leihen. Sagen wir mal 12,5 Milliarden Euro. Und die dann größtenteils, sagen wir mal 12 Milliarden davon. Dann haben wir erstmal 500 Millionen, die wir ausgeben können. Und die 12 Milliarden legen wir bei der Investmentfirma an. Und den Prozentsatz, den ich bei der Bank aushandle, der liegt dann jährlich, sagen wir mal, bei 1%. Das ist jetzt nicht besonders viel. Und von der Investmentfirma können wir damit rechnen, das sind ja Experten, dass wir ungefähr 3% jährlich kriegen. Das heißt, effektiv machen wir dann jedes Jahr 2% Gewinn, bis das halt abbezahlt ist. Das müsste man jetzt mal genau ausrechnen, wie das dann im Endeffekt ist. Aber das dürfte schon was ganz gut was an Geld sein. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich guck mal ganz kurz an meinem Handy. Warte, was hat mir jetzt gesagt? Genau, wir haben 12 Milliarden. So, ich bin mal kurz in Creative So, gegangen. Ich und habe davon mein Handy 2%, dann hätten hier. wir jährlich 240 Millionen zur Verfügung. Das sollte eigentlich reichen. Und damit müssten wir aber dann zum Teil auch die Zinsen abbezahlen. Zur Erklärung von meinen Zuschauern, ich bin kurz in Creative gegangen, weil ich essen musste. Und ja, ich hatte aus Versehen vor der Aufnahme ein gebratenes Kaninchen weggeschmissen, das wir in der letzten Folge bekommen haben, und deswegen habe ich mir Wir haben das. noch Hühnchen bekommen. Ja, ist auch eigentlich egal. Und wir haben Kaninchen bekommen. Sicher? Ich meine, es war Hühnchen. Aber ist ja nicht so wichtig. Ja, Also nicht so egal, wir hätten auf jeden Fall wichtig. 240 Millionen jedes Jahr, mit denen wir rechnen können. Das hört sich gut an. Dann haben wir gleichzeitig auch den Regierungshaushalt beschlossen. Ich würde sagen, wir würden dann jährlich, sagen wir mal, bis zu 100 Millionen ausgeben. Das heißt, wir hätten 140 Millionen übrig, um die Schulden abzubezahlen. Warte, was hatte ich jetzt gesagt? Wie viele Millionen haben wir übrig? Hab's jetzt schon wieder vergessen. Sondern Moment. Was, bei Ja, was denn 100, übrig? 140 Millionen, genau. Nee, also wir haben dann quasi jährlich 100 Millionen zur Verfügung. Also eigentlich 240 Millionen, aber 100 Millionen nehmen wir, 140 Millionen zahlen wir zurück. Und dann würde das ja, fast 90 Jahre dauern, bis wir das abbezahlt haben. 90 Jahre. Ja, kann man Das machen. ist ein bisschen schlecht. Ja, aber 90 Jahre. Also das ist eine sehr lange Langzeitinvestition. Oder wir müssen sparsamer umgehen. Warte mal. Ich guck mal, wenn wir sagen mal, wir haben ja 240 Millionen, dann nehmen wir mal 40 Millionen im Jahr. Das sollte eigentlich auch reichen, weil fast alles privatisiert ist. Sollten wir 40 Millionen eigentlich auch hinkommen. Hätten wir 200 im Jahr, die wir zurückzahlen können, dann wären wir nach 62,5 Jahren durch. Ja, das ist ein bisschen. Oder wir finden zufällig einen Großunternehmer, der zufällig bereit ist, eine zufällig große Summe zufällig an die Regierung zu überweisen, weil er es so schön findet, dass alles ehrenamtlich läuft. Ja, Parteispenden und sowas, stimmt, das können wir eigentlich auch mit. Also Parteispenden können wir eigentlich auch mit einkalkulieren. Ja, das passt locker. Ja, stimmt. Wir können uns ja eigentlich selber was spenden. Theoretisch, ich meine, wir verdienen so viel Geld. Also, wobei, also wir müssen ja nicht von unserem Privatvermögen, wir machen das ja dann über die Firma, weil die verdienen so viel Geld. Ja, locker. Okay, dann sagen wir, rechnen wir mal jährlich erstmal mit 240 Millionen.
Die können wir ja erstmal eigentlich theoretisch komplett ausgeben, ohne wirkliche Bedenken jetzt über die ersten Jahre. Wir würden dann halt nicht viel zurückzahlen. Ja, wir müssen mal gucken. Wir haben aber auf jeden Fall für den Kredit, den wir dann aufnehmen, haben wir. Ja, ich reiche das gleich selber bei mir selbst ein. Habe ich jetzt gerade quasi schon gemacht. Ja, wir haben auf jeden Fall genug Geld zur Verfügung, um das bezahlen zu können. Das ist ja erstmal das Wichtige gewesen. Gut, ja, dann würde ich sagen, richten wir uns hier mal ein bisschen ein. Ja, ich überlege Willst gerade, wie du, ich das im schmeiß mache. mir mal die Hälfte der Bücherregale rüber, dann schmeiß ich dir die Hälfte von der Treppe und den Dingern rüber. Dann können wir das so ein bisschen Ja. aufteilen. Warte. Na, geht's natürlich nicht. Warte. Nee, so wollte ich es nicht. Ja, mache ich so. Okay. Ihr Ja, du Gott. kannst einfach Rechtsklick auf den Block, ne? Dann nimmst Ja. du die Hälfte davon. Jetzt habe ich so viel genommen. Warte, ich bin gerade unfähig. Halt, stopp. So. Und jetzt hier da. Warte. Achtung, Bücherregal kommen angeflogen. So. Danke. Weg. Bitte. Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal. Hier, so Einrichtung. vors Fenster, mache ich mir hier so einen Tisch hin. So, warte mal, können wir an der Seite, können wir Pflanzen hinsetzen. So, so ein bisschen Freude in der Bude. So, dann kommt hier der Stuhl Ach, hin. stimmt, ja. Bei dem Wenn Polizeischutz. Holzregale abbaut, kommen Bücher raus. Ja, das ist wahr. Hatte ich vergessen. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. So, warte mal, dann setze ich, mache ich das hier so. So, na gut, das wird auch schon ein bisschen schlecht. Nee, die wollte ich gar nicht setzen. Da kommen. Jetzt kommen die Monitore hin. Ich wollte nur vorne noch eine Fläche frei haben, dass man auch ein bisschen was schreiben kann. So. Sagen vorläufig erstmal hier kommen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da Glowstones hin. So, ich schau mal, wo wir den PC am besten hinsetzen. Setze ich einfach mal. Also, es sind ja die All-in-One-PCs. Und dann sollen wir den Server hinsetzen. Würde ich nicht so ganz in den Eingang setzen eigentlich, oder? Aber ich jetzt den gefangen. Sollen wir Kannst den hier den hinten mit hinsetzen irgendwo? hier in die Ecke so ein bisschen versteckt, ja. Ja, Kannst du so. machen. Oder? Dann machen wir hier noch so Bücherregale hin. Da mache ich hier das mal zu, oder? So, du stehst, warte. So. Was wird denn Bisschen das hier? Abwechslung. Weiß nicht, das ist so ein kleiner Tisch, wo man, also, Okay. ja. Also, du stehst hier und ich stehe hier auf der anderen Seite und dann. Keine Ahnung, für Auskünfte. Erhält man halt nur hier an den beiden Seiten. Ach so, ja klar, wenn jemand kommt und fragt die Polizei, ja, ist gut. Können wir so machen. Das Bücherregal sieht jetzt. Dann würde Das ich auf würde der ich noch anderen Seite das auch so noch so bauen. hochziehen. Das nicht hier auf der Seite auch noch so Ja, ich will hier verändern. halt den Serverraum so ein bisschen versteckter haben, warte mal. So, ich mach mal eben eine Workbench. Die können wir eigentlich auch irgendwo hinsetzen, falls wir mal irgendwas craften müssen oder so. Das können wir eigentlich hier mit hinmachen. Dann können wir auch einen Ofen später noch bauen und so, halt für so die Standardsachen. Ja, aber wir Was wollte wollten ich jetzt jetzt erstmal nur machen? was Ach genau, eine Vorläufiges Tür. einrichten. Ja. Würde ich sagen, wir machen hier nochmal eine Sperrung. So, dann packe ich hier mal eine Tür hin. So, dann ist der Raum hier schon mal safe. So. Hier ist jetzt Es ist aber irgendwie alles noch so ein bisschen. Oh, aber ich habe eine super Idee. ja. Gib mir mal bitte ganz kurz die Hälfte vom Glowstone. Hälfte. Oh, ja. Denk dran, einfach Rechtsklick. Seit jetzt, ich habe jetzt, da ich schon drei verbraucht habe, Ja, oh, ist ja nee, egal. das. So, das reicht. Warte mal, weil wir haben hier oben haben wir eigentlich die perfekte Spalte dafür, um so ein bisschen
Licht ins Dunkel zu bringen. Huch, jetzt habe ich ein zu viel gebaut. Egal. Wir haben ja ein bisschen was. Ja, da haben wir wenigstens mal so ein bisschen Licht. Bisschen auch was eingerichtet schon. Und hier die Folge ist irgendwie 20 noch. Minuten fällt mir auf. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Wir wollten ja relativ, so ja, relativ kurz halten. Ein bisschen würde ich noch machen. So, ich baue hier das gerade ab. Ich soll immer Spitzhacke und sowas holen. Habe ich sogar hier in der Nähe irgendwo deponiert. Naja, egal. Für den Anfang muss das jetzt erstmal reichen. Ach, beleuchte ich hier quasi den Tresen hier von unten so ein bisschen, damit es ein bisschen einladender aussieht. Aber dann haben wir doch schon mal ganz gut was geschafft. Haben wir den Staatshaushalt vorerst geklärt, der dann im Laufe des Let's Plays über Firmen, also über Parteispenden, dann halt wieder abbezahlt wird. Und da das Geld investiert angelegt ist, haben wir dann jährlich 240 Millionen, mit denen man rechnen kann. Das klingt doch nach einer ordentlichen Menge für den Anfang. Ja, und die jeweilige Regierung, also wir wissen, wie wir unser Geld bekommen, darf sich dann einen neuen Weg ausdenken, an finanzielle Mittel zu gelangen. Ja, muss aber nicht. Also ich würde anderen Regierungen durchaus denselben Weg zur Verfügung Ja, stellen. klar, das ist, das steht Aber mir wenn sie natürlich das nicht offen. möchten, ist das natürlich dann ihre Kann man Sache. Wir nichts schließen machen. den Vertrag jetzt erstmal für unsere Amtszeit ab und ja. Hier in der Ecke könnte auch noch ein Glowstone hin. Aber wunderbar, dann haben wir jetzt die Polizeizentrale schon teilweise eingerichtet. Vielleicht So, dann lassen kommen wir noch jetzt. die Zwischen den Folgen werden Aufwärmen dann natürlich ausbauen. Server-Experten kommen, die ja alles einrichten für die Polizei. Ja, warte, für sonstige Mitarbeiter können wir hier eigentlich, hier neben. Ich glaube, ich baue das einfach nochmal genauso, nur hier auf der anderen Seite, oder? Halt für andere Mitarbeiter noch. Dann haben die das hier so auch. So wollte ich das nicht. Ja, So. so allzu viel Mitarbeiter brauchen wir auch nicht. Ich meine, wir sind ja auch nicht so Ja, viele ich würde Leute, erstmal die. Plätze für zwei halt haben für dich und für mich erstmal. Halt für einen Chef und einen weiteren Mitarbeiter. Ja, das reicht dann, denke ich auch. Aber halt, dass wir hier so ein bisschen, halt doch so ein bisschen was haben. So, dann setze ich die Blumen hier genau versetzt. Das heißt, die kommt hier hin. Die hier auf der Seite. Wir könnten theoretisch hier so einen Aktenschrank noch hinmachen, weil da keine Lampe drin war. Hier in die Ecke würde ich nochmal einen Glowstone setzen. Ja, das klingt. So, genau, und hier haben wir ja Lampen. Ja. Ich würde sagen, für den Anfang, man kann es im Laufe noch umgestalten, aber jetzt für den Anfang ist das ja erstmal so ganz gut. Und sonst brauchen wir Das eigentlich stimmt. auch nicht so Erstmal viel. nichts. Ja, die Kosten werden wir dann natürlich. Das wird dann alles von den Leuten ermittelt, die dann zwischen den Folgen hier hinkommen. Das wird dann alles rechtmäßig überwiesen. Wir haben jetzt den Staatshaushalt geklärt, wir haben die Polizei aufgebaut, Server eingerichtet. Ich würde sagen, die Ja. Nervenheilanstalt, die werden wir den Zuschauern dann zusammen mit dem Henrik präsentieren, mit dem Glentor, weil Ja. der da auch, er war Maß der Bauherr da. maßgeblich dran mitgewirkt hat. Genau. Ja, ich bringe jetzt erstmal den Rest der Sachen wieder zurück. Weil die Ich Sachen, auch. die wir nicht, ja, ich sag mal, zum Bauen benutzt haben, die muss der Staat ja nicht bezahlen, die bringen wir jetzt einfach zurück. Ging das zur echten Welt? Jetzt raus, tut mir leid. So. Ach, die Pferde können wir noch klären für die Polizei. Nein, nee, wobei, da müssen wir noch einen Stall bauen. Ne, das machen wir heute nicht mehr. Das machen wir dann in der nächsten Ja, Folge ich würde oder auch so. sagen, wir nehmen auch eins aus der Elite Ranch. Würde ich auch Wenn die sagen. Polizei braucht ja die besten Auf jeden Fall. Pferde für die Verbrecherjagd. Wir müssen ja immer schnell da sein, wenn wir gebraucht werden. Genau. Wo habe ich das rausgenommen? Hier. Da habe ich das. Dann habe ich hier Wir haben jetzt nichts unten. komplett verbraucht, ne?
Ah ne, wobei hier haben wir ja viel Platz. Ich tue hier einfach alles. Ne, wobei die haben wir ja oben. Warte mal, Ja, ist ja alles erstmal, wieder dass ich mit alles Stacks zurück voll. tue. Ja, passt. Schwarzeichenholz. So, hier das, dann die Blumen. Glas haben wir jetzt gar nicht gebraucht, aber ist ja nicht so schlimm. Habe ich einfach mal mitgenommen. Du hast ja einfach Schwarzeichenholz. Ah, du könntest das ja auch. Wo Schwarzeichenholz. hatten wir denn Glas? Ist das hier irgendwo gewesen? Noch da rein. So, erstmal das hier hin. Das hier hin. Na, warte. Das kann hier noch mit hin. Ich stelle mich dann schon mal vor das Parlamentsgebäude für den Warte, hatten wir Abschluss hier? der Genau, Folge. hier war Glowstone. So, den Rest können wir hier mit reintun. Warte, Glas war aber oben irgendwo. Ich weiß nur nicht wo. Kannst also notfalls dann nach der Folge dann kurz wegbringen. Warte, ich finde das. Das müsste eigentlich hier wo sein. Egal. Ah, hier. Ich hab's. Alles gut. So. Bist du hier noch unten oder bist du wieder draußen? Bin vor dem Parlamentsgebäude. Okay, schön, dann komme ich zu dir. Dann haben wir jetzt viel geschafft. So, ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut auch bei Daniele vorbei. Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Genau. Da auf dem Ferienzocker-Kanal gibt es noch Hintergrundinfos zu unter anderem unseren Unternehmen. Und ja, sonst würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss. Tschüss.